2012 habe ich Greenland Training gegründet. Das ist ein Institut für Lerncoaching. Diese Kombination aus Lernen und Coaching gab es bisher noch nicht. Es war am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, das zu kommunizieren, weil viele dachten, okay, das ist jetzt Nachhilfe oder das ist jetzt irgendwie Lerntherapie. Was ist das jetzt eigentlich? Wir machen alles Mögliche von Konzentration trainieren, Lernmethodik aufbauen, Prüfungsängste überwinden oder auch fachliche Themen anzugehen. Wie strukturiere ich mich richtig in Klassenarbeiten oder auch fürs Examen? Jeder Fall ist natürlich anders und es ist immer auch, manchmal ist es ganz was Einfaches, das ist was auf der Hand liegendes. Manchmal ist es natürlich etwas, was tiefer liegt und wo man erstmal schauen muss, wo man erstmal eine Struktur aufbauen muss. Aber alles das ist letztendlich verbunden mit viel Kreativität. In der täglichen Routine mit den Lernenden, die hier hinkommen, sprengen sich manchmal einfach so Grenzen. Und das inspiriert total. Wenn ich dann erlebe, aha, wir konnten die Blockade lösen oder wir konnten da einfach eine neue Gedanken aufmachen oder auf einmal erkennt derjenige, hey, das ist ja gar nicht so engmaschig, wie ich das bisher dachte. Also das inspiriert mich zu sehen. Dieser Heimatbegriff hat sich für mich in den letzten Jahren auf jeden Fall gewandelt. Je älter ich werde, desto mehr lerne ich das einfach zu schätzen, dass man einfach rausgeht und diese Frische hat, diese Klarheit hat, dass man einfach rausfährt, man ist oben auf dem Berg und schaut hinab, sag ich mal, und kann mal einfach die Perspektive irgendwie wechseln. Das kann ich hier sofort haben. Das hat mir immer gefehlt in der Stadt. Also ich bin kein Stadtmensch. Das habe ich mir, glaube ich, auch lange nicht eingestanden. Früher war es so ein bisschen so, man muss raus aus dieser Enge. Ich war dann auch viel in der Welt unterwegs, habe dann irgendwie auch in Südamerika mal gelebt, auch in Kanada mal gelebt. Ich habe mal dieses Wort gehört, klebrige Heimat. Und ich fand das ganz passend, weil irgendwie es hat mich immer wieder hinverschlagen. Und das Schöne ist ja auch so, Winterberg ist mittlerweile so international, dass man manchmal glaubt, die Welt kommt zu uns. Das ist irgendwie schön, also dass man immer so das Gefühl hat, man ist nicht so komplett ländlich. Winterberg hat, glaube ich, auch den Riesenvorteil, dass es eine Infrastruktur bietet wie eine größere Stadt und gleichzeitig klein überschaubar ist, aber wir hier eigentlich im Endeffekt alles haben. Also ich kann ins Kino gehen, ich kann irgendwie rausgehen hier abends, ein tolles Nightlife haben. Ich habe mittlerweile eine tolle kulinarische Vielfalt. Früher war es eher so raus und jetzt ist es so, ich weiß, was ich verlässlich hier habe. Diese Wurzeln sind was wert.